Hallo Freunde von Sibi Likes Trains. Ich bin der Sibi und ich sitze nicht unterm Kandinsky, sondern bei mir zu Hause im Wohnzimmer. So, ich würde jetzt gerne nochmal ein zweites Weihnachtsspecial machen, weil ich letztes Jahr mit der Nicole gemacht habe. Viele können sich sehr wahrscheinlich noch daran erinnern. Und dieses Jahr mache ich das natürlich nicht mehr mit der Nicole, das ist ganz klar, das wäre irgendwo ein bisschen was langweilig. Und da habe ich auch gar nicht lange überlegen müssen, wen holst du dir jetzt in dein Wohnzimmer? Und ja, ich glaube, man hat an der Einleitung schon gemerkt, wo die Reise hingeht. Und ich würde jetzt einfach sagen, begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus meinen neuen Gast, den Louis. Ja, hallo Louis, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und meiner Einladung gefolgt bist. Dankeschön. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und wir haben uns ja dieses Jahr in der schwierigen Zeit schon mal des Öfteren gesehen. Ja. Und auch sehr, sehr viel telefoniert und gemacht und getan. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du gesagt hast, trotz alledem komme ich vorbei. Wir machen das auf jeden Fall und freue mich, dass du da bist. Ich fand es eine geile Idee. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Louis, ich habe mir natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde ja natürlich gerne so ein bisschen, ja, du kannst gespannt sein. Also für die Zuschauer mal ganz grob, das arbeiten wir ab. Ja. Zack, zack. So. Nein. Ja, ich habe noch ein paar Gedanken gemacht, mein lieber Freund. Ja, Louis, als erstes Mal hast du vor, ich weiß gar nicht wann es war, vor einem Monat, anderthalb Monaten ein tolles Video rausgehauen, wie du deine Bahn abgerissen hast, mehr oder weniger, und hast dazu einer Spendenaktion aufgerufen, die, glaube ich, so seinesgleichen sucht und in der Woba-Szene, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das schon mal jemals da gewesen ist, einen Spendenaufruf gemacht für krebskranke Kinder. Da sind mittlerweile 2.705 Euro drauf. Ja. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Ich auch, also das Tag ist aktuell die Zahl. Und was hat dich dazu bewegt? Ich weiß, dass du da sowieso irgendwo mit drin hängst, ja. Aber was war da? Also der Grund war ganz, im Prinzip war ganz einfach. Ich bin sowieso Mitglied, Fördermitglied in dem Verein drin und nicht, weil ich, oder ich habe zum Glück gesunde Kinder. Mhm. Und das ist mehr so aus Dankbarkeit raus. Und ich finde das auch wichtig, dass man auch immer Menschen hilft, die sich vielleicht selber nicht so helfen können. Okay, finde ich so, super. Das ist so ein Grundstock dazu. Und ja, ich meine, wir geben so viel Kohle aus für unser Hobby. Du weißt das selber, was ein Loch kostet. Ist egal, was du kaufst, du zahlst immer viereckig Geld. Mhm. Und du weißt aber auch, dass du im Grunde nichts dafür bekommst, wenn du es wieder verkaufst. Das ist richtig. Das ist das eine. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du sowieso nichts bekommst, dann kannst du das nichts auch noch teilen. Ja, das stimmt. So, ne? So, also, gesunde Einstellung. So, das ist einfach so der Grund gewesen. Und ich bin schon, wie gesagt, lange Jahre mit dem Förderverein verbandelt. Und ja, da war das für mich eigentlich sonnenklar. Hättest du denn damit gerechnet mit der Summe? Nee, absolut nicht. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich sag mal jetzt spekulativ, so an die 1.000 Euro zu kratzen. Ne? Weil ich dann sage, so spendest ja selber. Ich hatte ja gesagt, 20%, das waren da jetzt so an die 100 Euro waren das so. Und der Rufen, der hat ja auch noch so einen Teil dabei. Das heißt, ein bisschen was kommt zusammen. 1.000 Euro hätte ich gedacht. Aber 2,5 oder 2,75 wie jetzt im Leben nicht. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das war schon Bombe. Das ist schon, also da nochmal von hier, ich glaube von uns beiden, da kann man einfach nur sagen, absolut. Toll, toll, toll. Absolut. Absolut, super. Daumen vielen, hoch. Vielen lieben Dank. Definitiv. Ne? Ja. Und jetzt sagtest du mir, du hast mit mir noch so ein Sonderprojekt vor. Ja. Wenn das alles wirklich klappt, ja. Freue ich mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon super drauf. Ja. Ich finde es eine klasse Idee und ich würde mir wünschen, dass das wirklich zustande kommt. Ja. Und erzähl unseren Zuschauern mal so kurz, was da abgehen soll. Soll ich was verraten? Verraten? Ein bisschen. Also ich habe noch eine alte H0-Bahn. Mhm. So, und jetzt war der Gedanke, weil die ist aus meinen Kindeszeiten raus und die steht quasi senkrecht hinterm Schrank im Keller. Mhm. Nicht in meinem Keller, in einem anderen Keller. Okay. Und die muss halt aufpoliert werden, einfach mal so sagen. Aufgepumpt. Aufgepumpt, genau. Hingeschmissen, aufgepumpt. Da war der Gedanke einfach so, weißt du was, bring die Bahn in Yang, ruf mal den Sibi an, fragst du mal, hast du Lust, kannst du mir helfen, ein bisschen was zu tun. Ich möchte die Bahn gerne auch bei den krebskranken Kindern irgendwie, weil das in dieser Institution unterbringen. Und habe da auch nochmal mit der Frau Meher darüber gesprochen, das ist die Vorsitzende aus dem Verein.
Das klären wir jetzt gerade noch zu, weil auch hygienische Bedingungen auch außerhalb der Corona noch beachtet werden müssen. Das denke ich mir. Ne? Wie das machbar ist, unter welchen Umständen, ob der Platz vorhanden ist. Und dann haben wir das jetzt, so weit sind wir jetzt verblieben, haben wir gesagt, wenn das hier mit dem Zeug in der Luft alles mal wieder klar ist mit der Corona und die alte weg ist, dann können wir da mal hinfahren und schauen uns das an. Also ich finde das klasse, wenn wir das zusammen super Idee. Mehr wollen wir auch, glaube ich, gar nicht erzählen. Wir werden da sicherlich das ein oder andere Video drüber drehen und wie wir uns dann anstellen. Ja, ja. So, jetzt würde ich sagen, fangen wir mit der Hauptfragerunde an und dazu... Muss ich jetzt dabei bleiben? Ja, also, jetzt geht es los, mein lieber Freund. Jetzt kommen heikle Fragen. Vergibst du Noten? Ich nicht. Aber die da gucken. Nein, alles gut. Das war mir klar. Hallo Katze. Das ist eine Katze. Das ist Luna. Hallo, Luna. Also irgendeine Frau springt ja jede Party. Ne? Guck mal. Nee, das kannst du vergessen. Nee? Das kannst du vergessen. Krause einfach ist okay. Seit wann machst du MOBA und warum MOBA? Oh, das ist eine gute Frage. Also MOBA jetzt in Spur N. Stellen. Perfekt. Spur N fange ich jetzt hier 20. Der Grundstein war 2017. Eigentlich, weil ich habe, ich hatte ja damals schon mal erzählt, ich habe ja diese eine Eisenbahn gehabt, das war halt die Eisenbahn aus der Jugend, die da im Keller senkrecht steht. Und ich bin halt Wiederholungstäter, ich bin das zweite Mal verheiratet und die Bahn steht halt bei der ersten Hochzeit noch. Ah, okay. Ne? Da steht die halt im Keller. Und da habe ich mir gedacht, so in der Zeit, wo man dann so die eigenen Wege ist, habe ich immer gesammelt, mit Bildern. Und irgendwann 2017 habe ich gesagt, du gehst sowieso nicht dazu, weil der Gedanke war, dass ich irgendwann mal eine Rentnerbahn runter von der Decke kommen lasse. Ne? Dazu muss ich aber kraxeln, bis unter die Decke. Mittlerweile sind die Knöchel schon so, ich kraxel nicht mehr unter der Decke. Nee. Mal stehen. So. Daraufhin habe ich dann gesagt, weißt du was, das Zeug vertickst du alles. Und das war dann 2000. Ja, das sieht scheiße aus, wenn ihr ewig einen Schwanz in der Mitte hochkommt. Wir sind hier beim Weihnachtsspecial, verstehst du? Die merken schon, ganz nervös. Ganz rappelig, die Gasse. Ja, ja. Und 2017 habe ich gesagt, du machst hier nichts mehr mit H0, verkaufst du das ganze Zeug. Dann habe ich halt alles vertickt und dann kamen die Lochs in das Spiel und ich bin halt zwar Verkäufer, auch mit Leidenschaft, aber ich will keinen Scheiß verkaufen. Dann habe ich halt alles ausprobiert, dann habe ich einen Kreis aufgebaut, die Lok hingesetzt, Trafo gedreht, auf Folie im Kreis, dann war ich am Ende. Okay. Da war ich halt wieder infiziert. Infiziert. Und warum N? Weil du selbst so klein bist oder? Wir hören jetzt auf, das war jetzt das Schlimmste. Da habe ich mich die ganze Woche schon drauf gefreut auf die Frage. Ja, wegen der Finger. Ich kriege halt die großen nicht gehoben. Ja, ja. Also du hast keine Kraft für die großen Loks. Die nächste wäre Z gewesen. Einfach auch, weil ich sage, ich kann halt mit einem Spur N mehr auf gleiche Fläche bringen wie H0 halt. Ne? Ich meine, wer deine Videos kennt, der weiß ja, dass du jetzt nicht ein Zimmer hast wie ich zum Beispiel, von 4x4 Meter, sondern du bist ja wirklich im Büro und hast im Zuge der, der Liebe auch umgebaut, das Büro, ganz toll gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja heute noch dein Video gesehen. Ja, was heißt heute? Also wenn das Video ausgestrahlt ist, ist es ja schon wieder ein paar Tage her. Aber du hast das ja alles mit Liebe zum Detail rübergeschoben, damit auch deine Frau dann noch wirklich zufrieden und glücklich ist und hast dadurch doch eine gute Ecke an Platz schaffen können. Absolut, absolut. Das ist für mich jetzt auch eigentlich die Lösung, weil das immer mit dem Rauf- und Runterbauen, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja, denke ich mir. Ne, so. Und da sind auch sicherlich ein paar Baufehler. Der Ruven hat ja doch alles erkannt. Ne? So, und die nächste Bahn, die kommt, das wird eine stationäre Bahn an sich werden. Die wird allerdings, sag ich mal, so konzipiert sein, dass man sie auseinandernehmen kann. Ich will jetzt eine Sollbruchstelle da reinbauen und so. Aber an bestimmten Stellen soll die auseinanderzunehmen sein, für den Fall, dass man sich irgendwie vielleicht mal räumlich verändern muss, sprich man zieht um oder was auch immer. Wie auch immer. Dass man dann sagen kann, an gezielten Stellen nimmt man sie auseinander und kann es aber anschließend wieder zusammenstellen. So soll aber jetzt da stehen bleiben. Nichts mehr rauf und runter und an der Wand und Wir werden live dabei sein, liebe Freunde, wenn es wieder heißt, wir bauen heute mal die dritte Spur. Ja. Dein Name Enthusiamoba. Ja.
Sag uns doch mal, wie der sich zusammensetzt. Ja. Ich bin ja total enthusiastisch. Ja, ja, genau. Ja. Das war ja schon die Erklärung. Du kannst also gleich zu zweit und das nächste Mal. Nee, also enthusiastisch steht ja für Leidenschaft. Ne? So, das war. Und ich habe einfach dieses EN vorneweg genommen und da kam das große N für die Spur. Ja. Und Mensch, das letzte, ja, ich erkläre ihm nochmal. Ja, 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 manchmal muss man mir das zweimal erklären. Genau, MOBA steht, ne, weißt du auch wofür. Mondfahrt. Mondfahrt, wow. Ja, ihr wisst Bescheid, worum es hier geht. Also ihr wisst, in welche Richtung das hier läuft. Ja, genau. Da kam der Name halt her, weil ich wollte jetzt keinen persönlichen Namen, also jetzt nicht hier Louis MOBA oder so, weil... Louis MOBA Kellerchen oder Louis MOBA Traum. Ja, da glaube ich, die auch schon erinnern, ne? So her, der. Ja, weiß ich nicht. Der ist, glaube ich, noch kleiner als ich. Ach nee, du meinst den da aus dem Westerwald, den kleinen. Oh mein, ja, jetzt gehen aber gerade ein paar Türen zu. Schon wieder zwei Abos weniger. Naja, ist egal. Es gibt Leute, die Freude haben. Du sag mal, wie steht denn deine Frau, deine Familie dazu? Ich weiß, also die hat ja schon einiges, wie meine Frau auch, hingenommen, wie jetzt mit dem Büro zum Beispiel wieder. Die steht da hinter dir oder musst du dafür 2 Jahre dein Fenster putzen? Ja, es geht schon so in die Richtung. Also grundsätzlich steht sie schon dahinter, weil sie sagt einfach, du bist halt mit deinem Hobby zu Hause, du bist halt nicht irgendwie permanent entweder auf dem Platz oder... Was weiß ich, in der Kneipe, du hältst die Kohle zusammen, man sieht, woran du investierst. Also, und ihr ist es ja ganz recht, dass ich das zu Hause mache. Was ihr nicht so recht ist, das ist immer der Zeitraum. Ne? Das ist halt manchmal ziemlich intensiv. Dann kriege ich schon mal einen freundlichen Hinweis, so nach dem Motto: Ich kenne mich. Schatz, ich gehe jetzt ins Bett, wenn du möchtest, kannst du mitgehen. Genau. Das war noch die nette Variante. Ja, so hat in der Richtung kann das schon mal passieren. Ja. Und jetzt hier die Aufteilung in dem Büro, was man hatte, wie man das räumlich nutzen wollte und so, das waren schon ein paar Diskussionsrunden. Das war jetzt nicht gerade mal beim Frühstück. Deswegen warst du auch mit ihr in Urlaub? Ja, ich musste sehr irgendwie bestechen, weil, Entschuldigung. Schneide raus. Ja. Naja, ja, aber das war dann in der Tat so. Und vieles von dem ist auch ganz ehrlich im Urlaub entstanden, weil wir einfach dann raus aus unserem Trott waren, ein bisschen Ruhe waren, auch mal runtergekommen ist. Es gab auch Zeiten, da war MOBA ein Reizthema. Das muss man schon. Ja, das war dann schon. Also ich bin halt Feuer und Flamme dafür. Mhm. Ne? Und jede freie Minute investiere ich dann in irgendeiner Form, ob ich da jetzt rumplane oder mit einem Löckchen spiele oder irgendwas baue oder so. Also irgendwie geht gedanklich immer alles in Richtung MOBA. Ja, klar. Und bin dann, wie gesagt, Feuer und Flamme. Und dann ist das Thema da bei mir, auch wenn ich mich unterhalten will. Und irgendwann ist jeder noch jetzt anderes. Ne? Ja, klar. Ja. Aber im Großen und Ganzen, doch, steht sie schon dahinter. Also noch habe ich den Schlüssel, ich komme noch rein. Ja, das ändert sich vielleicht nach dem Video. Hast du eine Bleibe? Ja, ich habe am nächsten Mal, alles kein Thema. Louis, jetzt bist du ja auch auf YouTube unterwegs, wo wir dich ja nur alle kennen und lieben. Und du bist ja auch schon so, ich nenne das einfach mal ganz provokant, so ein kleiner Star. Also du hast 5000 Abonnenten und mittlerweile auch mehr. Du machst meines Erachtens sehr, sehr gute Videos, sehr gut verständlich, wenn du irgendwas erklärst. Du hast Witz dabei, du machst dir echt Gedanken und das merkt man. Und da macht es wirklich Spaß, ein Video von vorne nach hinten zu gucken. Ich bin selbst bei YouTube, ja, der eine oder andere kennt mich auch. Entschuldigung. Da gibt es also auch Leute, wo ich dann sage, scroll mal nach vorne. Ich bin derjenige, der eigentlich jedes Video von mir kommentiert, wenn ich Kommentare kriege, gegenkommentiere und mich bedanke. Das machst du auch. Aber du bist schon auch eine heiße Nummer da. Das ist dein... Finde ich, ist meine Meinung. Ich denke, ich bin da nicht ganz alleine mit 5000 Abonnenten. Die kommen nicht, weil du so gut aussiehst. Ich habe gedacht, eigentlich wollte ich ja jetzt ein Beauty machen, aber gut. Nee, also erstmal vielen lieben Dank für das Kompliment und ich mache auch das mit Leidenschaft. Das ist irgendwie auch ein Hobby geworden, muss man jetzt dabei sagen. Genau. Ne? Und
ich hatte letztendlich, jetzt gehöre ich auch zu denen. Also ich meine, ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, habe ich einen gewissen Sibi mal angeschrieben, so, hör mal, was für eine Kamera verwendest. Das war so quasi der erste Kontakt, den wir zwei hatten. Ja, das ist richtig, ja. Und mittlerweile sitze ich jetzt hier neben dir und... Also, und meine Frau ist weg. Und deine... Aber ich hoffe, die kommt wieder. Gut. Ruhig, ich brauche hier nicht raus. Rechts von dir. Nee, also... ich sehe mich eigentlich nicht als Star, muss man erstmal so sagen. Oder als Bekannte, klar. Ich versuche, meine Videos habe ich denselben Anspruch, wie ich auch baue. Mhm. Ich möchte die halt in irgendeiner Logik plausibel rüberbekommen. Da mache ich auch zwei Gründe. Einmal habe ich Spaß dran und zum anderen möchte ich das so erklären, dass ich nicht viele Fragen bekomme. Das ist so. Ist sehr sinnvoll. Ne? Ist so, sinnvoll. Weil sonst hänge ich nicht, habe ich ein drittes Hobby. Sitze ich nämlich vorm Rechner und bin nur Fragen am Beantworten. Mhm. Das mache ich nebenbei, mache ich das auch noch. Mhm. Weil ich finde, das gehört sich, wenn man sich so publiziert, ist das richtig? Also wenn man sich der Öffentlichkeit so breit gibt, dann muss man auch Rede und Antwort stehen, wenn man dann nicht fragt. Das sehe ich auch, ja. So, ja. Und das gehört einfach dazu. Da geht auch nochmal Zeit für. Und das ist, glaube ich, auch eine Art, wie man das so ein bisschen steuern kann. Wenn ich Fragen offen lasse, dann kommen die. Es gibt Videos, da kommen mehr Fragen als bei anderen Videos. Ja, gut, klar, das ist klar. Habe ich die Frage beantwortet jetzt eigentlich? Ja, du bist perfekt dabei. Ja. Du bist perfekt dabei. Wie siehst du YouTube als Privatperson jetzt so für dich? Warum hast du damit angefangen? Wolltest du einfach nur zeigen, was du baust, wie man baut oder? Ja, die eigentliche Erklärung ist, ich habe gesucht nach Antworten auf Fragen, die ich selber hatte, habe aber nicht viel gefunden oder in einer Form gefunden, die mir nicht gefallen hat. So, und dann bin ich bin also jetzt keiner, der sagt, das muss anders sein, sondern ich bin eher einer, der sagt, also jetzt mache ich es anders und dann zeige ich es halt mal anders. Und so bin ich dazu gekommen. Also du zeigst aber so, wie du das machst? Ja, okay. So, ne? Wir gucken ja alle voneinander ab. Ne? So, ich kann mich mal an die Testen, Prüfbahn, die ich da gebaut habe, das habe ich dann halt von den Jungs von GSN-Modellbahn, die hatten das, da habe ich das erste Mal gesehen und die Idee habe ich dann mit übernommen in diese Bahn und für mich hörte das auch zum guten Ton, wenn ich für irgendwo eine Idee habe, dann weise ich in dem Video in der Regel auch dahin und dann verlinke ich auch die Quelle immer so in dem. Ja, das sollte man zumindest machen. Ich finde das richtig und ich gucke bei dir, ne? Jemand guckt bei mir. Also definitiv. Und ist auch alles richtig so. Ich sehe mich da jetzt nicht als irgendwie was super Besonderes, sondern als ein Teil vom Ganzen. Okay. Wie stehst du zu Besuchen bei dir zu Hause? Ich meine, klar, im Moment Corona, brauchen wir nicht drüber reden, das Ding ist gegessen. Ja. Aber generell? Also ich hatte vorher ja die Couch da stehen, dann ging das noch halbwegs. In der Tat ist es so, dass ich das eigentlich nicht so favorisiere. Es gibt den einen oder anderen, wo ich sage, das ist für mich eine Ausnahme, weil ich das Gefühl habe, dass es auch menschlich passt. Aber im Großen und Ganzen mache ich jetzt bei mir jetzt kein Kassenhäuschen da, wo man sagt, kannst reinkommen, Ticket lösen, Abeisenbahn gucken und gesagt, wir setzen und dann, das ist nicht so meins. Dass man mit mir mal vielleicht skypt oder telefoniert oder E-Mail-Verkehr hat oder so, d'accord, kann man alles machen. Aber auf der anderen Seite, ich stehe nicht so auf Hausbesuche. Okay. So dediziert, aber das muss passen. Hat sich denn im Gesamten so bei dir im Hobby oder durch das Hobby viel verändert oder... Also ich war vorher, was so meine Freizeit angeht, war ich ein bisschen vielseitiger, sag ich mal. Ja, so. Und mittlerweile gibt es eigentlich in meiner Freizeit nur noch zwei, drei Dinge, die ganz oben sind. Und mittlerweile ist Modellbahn ziemlich weit oben. Also das hat noch nicht die Stufe 1, das wird es auch niemals erreichen, weil da steht für mich halt Familie und in erster Linie meine Frau. Klar. So, und dann kommt... Hast du das gehört, Nicole? Ja, ich muss ja irgendwie nach Hause kommen. Also ich muss hast du schön gemacht. So, oder bei mir einstudiert. Ja, hast du da aufgeschrieben, oder? Teleprompter läuft hier. Aber, und dann kommt halt Modellbahn. Und ich bin halt, ganz ehrlich, ich bin ja jetzt 50, ich bin halt ruhiger. Ich will auch nicht mehr so unterwegs und nur noch draußen. Das habe ich gemacht eine ganze Weile und auch Vereinsleben geführt, aber das ist eigentlich irgendwie nicht mehr so mein Ding. Ne? So, also
teilen und von daher, dass man das zu Hause macht und in meiner gewohnten Umgebung ist mir momentan lieber und insofern hat Modellbahn schon jetzt. Ja, das ist ja bei uns hier in der Nähe auch, wir haben ja einmal den Omerland-Verein und das ist ja Nachbarort und einmal in Troisdorf, das sind zwei Orte, das ist ja jetzt im Prinzip nicht das Große. Die sind ja in diesem Riesenforum, da sind, die machen ja jeden Samstag, kann man da also frei gucken gehen und kann, und die haben dann auch schon mal gefahren, Mensch, oft du keinen Bock hast, mitzumachen und so. Mhm. Man kennt sich ja so untereinander schon ein bisschen, auch von Börsen oder Messen. Mhm. Also das wäre dann auch nicht meins. Also ich möchte für mich bauen und ich möchte den Leuten, und das ist mir wichtig, zeigen, wie ich das baue. Mhm. Nicht wie es gebaut wird, was du eben genau gesagt hast, sondern wie ich das baue. Genau. Ob das richtig oder falsch ist. Das sollen andere entscheiden. Für mich ist das richtig. Absolut. Und das ist wichtig, dass das mal gesagt wird. Mhm. Ja? Und ich wäre auch nicht mehr so für Vereinsmeierei, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, ja, das muss nicht mehr sein. Ich glaube, wir haben hier über YouTube so viele liebe, nette Menschen kennengelernt. Ja, absolut. Das ist Vereinsmeierei genug. Und wenn ich an das erste Treffen denke, was wir gehabt haben, da war auch Granate. Absolut. Das ist auch was, wo ich sagen, das sind auch so Dinge, wo man genau sagt, ich glaube, dass man auch dieses Medium Medium YouTube wunderbar dazu nutzen kann, sag ich mal, unsere Gesellschaft oder Community einfach zu pflegen. Ja? Und dass man das auch, läuft ja auch außerhalb. Also ich meine, definitiv. Wir schreiben uns ja auch gegenseitig oder ich frage dich auch oft, hör mal, wie läuft das und das? Ich hole mir ja, ich ziehe mir bei dir Informationen, genauso ziehe ich mir aber auch alles Informationen genau, bei, klar. Auch jetzt bei Michel an der Stelle, denke ich mal, komm, darf man grüßen? Ja, darf man grüßen, Michel. Jetzt, Sascha, welchen Michel meinst du denn? Raststand. Der Typ aus Raststand, der ist ja noch kleiner wie du. Oh, kann ich das jetzt laut schießen? Micha, alles gut. Der war's. Sascha, der war's. Schöne Grüße. Und wir müssen wir noch grüßen. Weil jetzt haben wir eigentlich alle. Eigentlich müssen wir alle grüßen. Dann aber es gibt auch so ein paar, wo ich sagen würde, das sind ja jetzt die Alteingesessenen, ne? Aber ich finde auch noch so ein paar andere Tufte, muss man schon sagen. Ja? Ja. Fällt dir da einer ein? So ja, der an? Dennis. Ach hier, der Dennis aus Bochum. Der Bochumer Junge. Ja. Das entfiel mir gerade. Ja? Dennis, ja. Scheint ich auch, ne, Ronny ist auch einer, der permanent. Also ich glaube, dass das nächste Treffen, das erste war schon klasse, ja, aber das nächste wird richtig. Ja, ich könnte nochmal eine Bombe werden, ja. Ja, finde ich richtig gut, weil da sind ein paar Leute dabei, die würde ich echt noch gerne persönlich kennenlernen. Ja, definitiv, ja? Definitiv. So, wir kommen jetzt eigentlich relativ zum Schluss und da gibt es eigentlich ja nur noch eine Frage für mich. Wie sieht die Zukunft für dich aus? Also jetzt nicht im Privaten, da wollen wir hoffen, dass du gesund bleibst und so MOBA-mäßig, so Modellbahn-mäßig. Ja. Also ich baue hier meinen Stiefel nach wie vor weiter. Ne? Also die Bahn, die wird jetzt aufgebaut werden, die stelle ich ja demnächst vor, beziehungsweise habe sie ja dann vorgestellt zu dem Zeitpunkt. Und ich mache meinen Stiefel halt weiter. Ich möchte mich halt nicht nur aufs Bauen fixieren, sondern ich möchte halt schon ein bisschen vielseitig auch aufstellen. Und das zeige ich dann auch, indem ich dann sage, ich mache so, wie ich es halt mache, den Service und die Wartung, solche Dinge halt. Mhm. Oder ich gehe nach wie vor Messe besuchen, oder wenn ich mal im Urlaubsort bin oder so. Oder uns fällt mal ein, hier die Drachenfelsbahn, dann machen wir da mal so ein Ding rüber. Definitiv. Oder irgendwie sowas. Also wenn wir schon zusammen den Dom hoch. Ne, so. Ja, das hat zusammengeschweißt. Fährt nur noch duschen. Also, ja, das wollte ich ja sagen, aber ich hebe die Seife nicht auf. Na, aber Fakt war, das war eine richtig geile Tour. Ja. Was wir in dem Treppenhaus, und jetzt sind wie viele Stufen? Ich habe vergessen, aber 500? Irgendwas? 560. Ich glaube 563. Ja. So viele Tage ein Jahr hat, ne? Ja. Ja, das sind 365. 365. 500 oder sind es 355? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind viele Stufen, Freunde der Nacht. Nur da ist ja. Es sind viele Stufen, da läuft auch wieder der Schwanz durch Bild. Ja. Und wir haben in diesem Treppenhaus so viel Spaß gehabt und mit so vielen Leuten gesprochen, ja, weil wir, ihr müsst euch vorstellen, so alle 50 Stufen kann man so eine Art Einbuchtung, so eine Wiederbelebungsbucht haben wir das genannt, damit wir uns mit Sauerstoff versorgt haben. Ja, genau. Das war schon Hammer, aber das war echt so witzig. Aber es war richtig klasse, hat richtig Bock gemacht. Ja, das war definitiv so. Und ich finde, Louis, du bist ein absolut sympathischer Typ und wir haben ja so
hinter der ganzen Sache läuft ja noch was. Ja. Mit uns beiden. Ja. Ja, also hier, ne, Freundinnen, nicht verkehrt verstehen. Der Louis und ich, wir haben uns mal zusammengesetzt und haben da so eine Idee geboren. Da möchte ich aber eigentlich gar nicht so viel zu sagen, aber nur so viel, dass wir demnächst, sagen wir mal, öfters zusammen zu sehen sind. Kann man das so sagen, ja, oder? Du hast es ja schon gesagt. Ja, ja, kann man sagen. Ja, das kann man auch schneiden. Man kann auch einen Piep drüber machen. Nee, kannst du drin lassen. Kannst du drin lassen, ja. Also wir haben uns da so, also das wird jetzt hier kein Konzept und wir werden jetzt hier nicht die neuen Jonas Brothers oder Cindy und Bert oder ne, Ernie und Bert oder wie auch genau, immer. Ja. Aber wir haben uns einfach gedacht, wir möchten mal ja, was anderes machen und möchten so ein bisschen Spaß in die Runde bringen. Und da, glaube ich, sind wir zwei ein gutes Team. Glaube ich auch. Das passt halt. Ich meine, wir schmeißen uns die Bälle gegenseitig zu, nehmen wir auf, verwerten wir. Definitiv. Definitiv. Ich glaube, das wird richtig cool. Das werden aber Leute leiden müssen, ne? Ja, sagen wir mal so, sie kommen vielleicht leiden, weiß ich nicht, aber der eine oder andere wird in dem Video vorkommen. Ne? Kann schon mal passieren. Ne? So. Ja. Also wir hatten schon in den Vorbereitungen, hatten wir schon sehr, sehr viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es reift. Aber es wird dieses Jahr definitiv nicht mehr kommen. Wir werden, ich denke mal, nächstes Jahr uns dann nochmal zusammensetzen und das Ding wirklich final besprechen. Ja. Also ich hatte richtig Bock drauf. Ja, definitiv, definitiv. Es wird was werden. Ja, Louis, möchtest du zum Schluss den Leuten noch irgendwas sagen? Ja, also erstmal möchte ich euch mit euren Familien erstmal frohe Weihnachten wünschen und schöne Weihnachtszeit. Machen wir zum Schluss. Ne? Machen wir zum Schluss, okay. Ja. Dann muss ich was anderes sagen. Was soll ich denn sagen? Weiß ich nicht. Okay, schneidest du was raus? Nö. Okay. Nee. Was möchte ich euch sagen? Also ich sitze deshalb hier... nicht zuletzt auch, sag ich mal, komm mal so, aber das kann ich jetzt sagen, durch die Zuschauer, weil die haben mich ja jetzt zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich bin halt der Louis aus Köln von Enthusiamova und ihr habt halt dazu beigetragen, dass ich vielleicht doch, wie selbst schon ein bisschen bekannter bin. Ja. So, definitiv. Und deshalb hier auf der Couch sitze, nicht unterm Kandinsky. Nee, wir kommen nicht mit den Reisen, ich habe auf dem Flohmarkt gerade schon mal ein Bild gekauft hier. Ja. Jeder kennt es, jeder liebt es. Ne? Ich meine, ich kann immer nur sagen, Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns immer zuschaut, kommentiert und dass wir auch zurückgeben, dass ihr uns so annehmt, auch mal sagt, wenn es mal nicht so gerade läuft. Finde ich wirklich klasse. Ja, weil nur dadurch kann man sich auch noch ein bisschen drauf einstellen. Ja. Und auch das vielleicht liefern, so was so gerne gesehen werden. Will. Möchte, wie auch immer. Ja? Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wir sind das, was ihr aus uns gemacht habt. Wir finden es toll. Wir sind eine große Community, wie du das damals eben schon gesagt hast. Ja, aber und das ist ja schon jetzt her. Ja, ja, genau. Und Leute, macht einfach weiter so, ihr seid echt Bombe. Und jetzt würde ich sagen, wünschen wir euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Ja. Euch und euren Familien frohe Weihnachten. Vor allen Dingen einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass das Jahr 2021 mehr oder weniger Corona-frei wird und dass wir uns endlich mal wieder alle sehen können bei einem super großen Treffen. Ich denke mal, das wäre so das Highlight, nach so einem scheiß Jahr mal so ein Treffen zu machen. Und ich hätte da richtig Bock drauf, du auch? Definitiv, definitiv. Und da werden wir uns das erste Material holen müssen. Yes. Oder die ersten Schläge, wenn die ersten Filme laufen sind. Das weiß man nicht. Alles klar. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt hier zum Schluss. Wir werden jetzt noch ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen philosophieren. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, wie gesagt, frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch ins neue Jahr. Und das war's von hier, von mir und vom Sibi und vom Louis. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Sibi Likes Trains. Macht's gut, bis dahin, euer Sibi und der Louis. Bis dann. Tschüss. Ciao.